Sie vielleicht vor 2 Tagen in der Presse gelesen haben, denn darauf sind wir sehr stolz. Vor 2 Tagen sind wir offiziell zertifiziert worden. Wir haben das Zertifikat vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie überreicht bekommen für die DE-Mail. Das für den Großkundenbereich. Sie als Privat- und Geschäftskunden können auf die DE-Mail ab September zugreifen. Wir werden das dort auf der IFA präsentieren und die Zertifikate dort launchen. Schneller und günstiger als der Postbrief. Und es gibt diese staatlich geprüfte Sicherheit, dass es angekommen ist. Sie haben also die Beweiskraft im Streitfall. Und wir sind ja Sparer. Das Ganze ist integriert in E-Mail-System und was man alles sparen kann. Nicht nur die Druck- und Portokosten, sondern die ganzen Korrespondenzen, die Sie per DE-Mail, die jetzt erscheinen, übertragen können und vor allen Dingen keine Medienbrüche mehr haben. Beispiel, Sie verschicken eine E-Mail, kriegen eine Antwort per Brief und darauf antworten Sie wieder mit einem Fax. 3 Medienbrüche. All das und dann weiß keiner mehr, wo was jetzt hinterlegt ist. Und so. Die E-Mail bleibt in einem System drin. All das können Sie damit erreichen. Mit dem Gesetzgeber zertifiziert und abgesichert. Herzlich willkommen beim DE-Mail-Stand der Deutschen Telekom. Wir können Ihnen heute vorführen, wie ein Benutzer, der einen neuen elektronischen Personalausweis besitzt, sich damit an der Anwendung DE-Mail anmeldet und dann sein Postfach über die Benutzeroberfläche bedient. Als erstes führen wir den Ausweis in ein handelsübliches Lesegerät ein und lassen ihn dort auslesen, erkennbar an der blauen Beleuchtung des Gerätes, auf dem der Ausweis erkannt worden ist. Wir ins Anmeldeverfahren hinein und wählen dort die Option des neuen Ausweises aus. Wir haben hier die Anwendung mit neuem Personalausweis. Wir lassen diesen Ausweis auslesen und erhalten jetzt eine Verbindung zu unserem Identpartner, bestätigen diese Verbindung und werden jetzt vom System aufgefordert, die für das Identverfahren notwendige 6-stellige Kennziffer einzugeben. Wir geben diese Kennziffer auf dem Pad ein und bestätigen sie. Nach diesem Zeitpunkt erfolgt ein vollautomatisches Authentifizierungsverfahren, durch das sichergestellt wird, dass der Benutzer dieses DE-Mail-Postfachs sich selber darstellt und nicht für eine dritte Person handelt. Wir bekommen ohne weitere Eingabe das Postfach angezeigt, wo wir die üblichen Funktionen der Posterstellung, der Beantwortung, der Ablage und des Empfangens ausüben können. Ich zeige kurz das Erstellen einer DE-Mail. Wir können oben das Adressformat erkennen, nämlich den Namen der betreffenden Person, der Name des Providers, hier auf der CB natürlich ein künstlicher Provider und die Endung DE-Mail.de, das ist die gesetzlich geschützte Verifizierung, die wir brauchen. Entsprechend verwenden wir dann den Empfänger für das weitere Vorgehen, um dort einen E-Mail-Ausgang zu simulieren. Auch hier wiederum handelt es sich um fiktive Daten, die wir für den Aufbau des Messestandes heranziehen. Genauso wenig wie eine Bank ein echtes Konto betreuen würde auf der CeBIT. So, wir haben diese E-Mail erstellt und können diese nun versenden. Der große Eigenschaft von der E-Mail ist diejenige, dass die Zustellung genauso sicher ist wie die Briefpost. Das wurde uns ministeriell zertifiziert. Telekom ist der erste Anbieter, der für den kommerziellen Massenmarkt akkreditiert wurde vom Bundesinnenministerium. Vielen Dank für dieses Interesse an unserem Produkt. Danke.